Smokers News vor Ort am 27. Oktober 2018 in Kassel. Grund unseres Treffens hier in Kassel ist der 6. Habanos Day, ausgerichtet von der Fifth Avenue Products Trading GmbH und hier vor Ort Aficionados, die Habanos lieben. Seminare, Gespräche unter Gleichgesinnten und natürlich eine neue Zigarre. Mehr dazu in diesem Video. Am 27. Oktober 2018 in Kassel, der 6. Habanos Day ist vor wenigen Minuten hier eröffnet worden. Eröffnet von Christoph Puschka. Christoph, du hast es noch wieder ganz nonchalant über die Bühne gebracht hier oben. Der Beginn war ja 2007, ein bisschen holprig mit diesem Habanos Day. Damals auch, glaube ich, so ein bisschen abgeleitet aus einer Veranstaltung in Italien, die es da schon gab. Dann habt ihr das richtig bei Fifth Avenue in die Hände genommen und jetzt flutscht das ja so. Und bei dieser 6. Veranstaltung, vorhin so reingeguckt, sind aber auch immer wieder neue Gesichter dabei. Ja, erfreulicherweise. Also wie du schon gesagt hast, wir haben angefangen 2007. Da war noch die Situation auch mit Rauchverbot ein bisschen unklar. Es begann aus einer privaten Initiative heraus. Das war auch sehr gut gemacht. Keine Frage. Sehr engagiert angegangen. Und nachdem dann aber klar war, dass auch die Industrie weiterhin Veranstaltungen selbst machen und anbieten darf und für die Händler teilweise der Absender so klar nicht war, haben wir gesagt, gut, wir stehen als Sponsor ja sowieso hinter dem Habanos Day. Deshalb haben wir gesagt, dann nennen wir auch Ross und Reiter und treten auch als Veranstalter auf und haben das auch, glaube ich, sehr gut und vernünftig mit den Initiatoren damals, mit Tobias Schreiber und Astrid Rothaut geregelt und ja, jetzt schon im zum 6. Mal den Habanos Day, der mittlerweile zu einer festen Adresse, glaube ich, für gerade viele Zigarrenclubs geworden ist. Einzelne Aficionados auch, die jetzt weniger Anschluss an irgendeinen Club haben. Aber vor allem ist es eine Veranstaltung für die Zigarrenclubs. Ja, die Clubs haben sich ja gewaltig weiterentwickelt in den letzten 10 Jahren an allen Ecken und Enden. Natürlich auch aufgrund des Rauchverbotes in der Gastronomie. Man hat neue Wege gesucht und mit diesen neuen Wegen sind natürlich auch neue Interessenten entstanden. Man findet sich unter Gleichgesinnten zusammen. Wenn man das sieht, das ist ein wunderschönes Bild. Wunderschönes Bild auch die einzelnen Seminare hier. Also das begeistert mich auch immer, wie viele Menschen sich einfach für die Kleinigkeiten rund um die Habanos interessieren. Bestätigt? Absolut, voll und ganz. Also mich fasziniert das ganz genauso. Vor allem, dass das Interesse so ungebrochen ist an einigen Seminaren, die wir nun wirklich schon seit dem 1. Habanos Day, also bereits zum 6. Mal jetzt anbieten. Und die spricht natürlich auch für die Referenten, dass sie es einfach schaffen, dass der Funke so überspringt, dass die Zigarrenbegeisterten, die Aficionados immer wieder sagen, jawohl, und da gehe ich auch dieses Jahr gerne wieder hin. Ja, die gehen natürlich mit vielen Informationen nach Hause, leben die dann in ihren Clubs auch weiter. Ich denke mal, das ist auch schon ein paar mitbekommen. Das wird dann in den Clubs, bei denen, die nicht auf dem Habanos Day, nochmal aufgearbeitet. Mittlerweile natürlich auch alles über Facebook und über die sozialen Medien verteilt. Also das ist ja ein richtig buntes Bild, was da im Internet entsteht. Habanos Day, da auch ein fester Bestandteil. Ja. Ja, und vor allem ist es auch für Clubs regelrecht Ehrensache. Also du hast vorhin gesagt, neue Gesichter. Geht mir auch so. Ich kenne die Zigarrenclubs, aber ich habe so den Eindruck, dass die Clubs schon auch schauen, dass immer so ein paar von ihrem Club wie so eine kleine Abordnung am Habanos Day vertreten ist. Einige kommen natürlich dann auch dieselben Personen immer wieder oder wenn es kleine Clubs sind, kommen die ganzen Clubs immer wieder. Aber für größere Clubs ist es wirklich so, dass es da auch so einen Austausch gibt. Das liegt natürlich daran, dass diejenigen, die schon mal dabei waren, gut drüber gesprochen haben und gesagt haben, Habanos Day, wenn ihr noch nie dabei wart, müsst ihr unbedingt mal hin. Wenn ihr jetzt so neue Themen findet wie Bier und Zigarre, finde ich ganz spannend, finde ich ganz neu, ganz frisch. Ja. Ich war ganz am Anfang, war schon mal Braufaktor mit dabei, aber da hat sich ja viel getan. Und es ist nicht nur der Rotwein, es ist nicht nur der Rum, es ist nicht nur der Brandy und der Cognac. Das Bier kann es auch sein. Ja, manche Themen brauchen einfach Zeit. Also ich denke, mit der Braufaktum-Geschichte war wahrscheinlich Braufaktum fast ein bisschen zu früh dran. Wir auch, indem wir das Thema angeboten haben. Wobei das Interesse war damals schon nicht schlecht. Aber ich fand damals die Kombination noch nicht ganz so gelungen. Ich werde mich nachher das Seminar noch reinsetzen. Aber nach meinen persönlichen Erfahrungen kann ich sagen, da ist in diesem Zusammenspiel mit der Craft-Beer-Szene sind da viele schöne Sachen entstanden, die mit Zigarre richtig gut funktionieren. Man muss ja auch Referenten haben, die beide Themen beherrschen. Das ist uns, denke ich, dieses Jahr
auch gelungen. Und ja, das ist schön, weil so ein Thema natürlich, ich meine, irgendwann hat man das Gefühl, man ist mit der Themenpalette eigentlich durch. Ne? Man kann jedes Jahr dann immer nur genau das Gleiche anbieten. Es muss natürlich mal was Neues dabei sein. Und da sind wir natürlich dankbar, wenn uns das gelingt, sowas zu finden. Und ich glaube, das Craftbeer-Thema, das war einfach jetzt wieder mal an der Zeit, das Thema mit ins Programm zu nehmen und hier anzubieten. Und ja, ich hatte den Eindruck, dass es auch sehr gut angenommen wurde. Ich erinnere mich, ihr habt auch mal Schokolade und Zigarren dabei gehabt. Auch ein tolles Thema eigentlich. Auch ein tolles Thema. Haben natürlich noch weniger Leute so richtig auf dem Schirm, glaube ich. Also wir hatten damals ganz tolle Schokoladen von Fechlin in der Schweiz. Ich habe die selbst mal besucht da in Schwyz, also wirklich in der tiefsten Schweiz. Für uns ja nicht weit weg. Ist ein spezielles Thema. Mittlerweile sehe ich das auch in Zigarren-Lounges schon, dass man zu einer braunen Spirituose, vor allem zum Rum, gerne auch mal ein Stück gute, dunkle Schokolade reicht und eben da auch das Zusammenspiel dann mit Spirituose, mit der Schokolade und der Zigarre erlebt als so eine Art, ja, fast schon Genussmaximum oder Genussoptimum. Ja, also die Steigerung ist ja wirklich interessant. Sensorik ist da der Oberbegriff für alles. Ich denke mal, dass viele hier die sensorischen Höhepunkte mit nach Hause nehmen. Aber Zigarren gibt es auch was Frisches hier. Ja, hast du was schon verraten eigentlich? Wir sind nicht live. Okay. Klasse, nicht live. Ja, das ist egal. Nein, also wir werden die neue Patagas Maduro-Linie vorstellen. Ab der Messe haben wir ja die ersten Kistchen gezeigt. Und wir haben noch nicht ausreichend Ware für eine Einführung da. Aber ich habe mir ausbedungen, dass wir wenigstens ein paar Kistchen für den Habanos die mitbringen können. Also nicht nur zum Hochhalten. Nicht nur zum Hochhalten, die Leute dürfen durchaus auch jeder eine Zigarre probieren. Ich freue mich wirklich drauf. Ich habe es in den letzten Tagen immer mal ein paar aus der Serie verkostet, aus der neuen. Ich finde sie großartig gelungen, weil es wirklich in den letzten Jahren verstärkt die Nachfrage gab, eben auch wieder mal wirklich eine richtig kräftige Zigarre ins Programm neu zu holen. Und das ist damit gelungen. Hat aber trotzdem noch eine sehr, sehr schöne Tabaksüße. Also ich persönlich finde die ganz großartig gelungen und ja, mal gucken, wie das heute Abend so ankommt. Nachher in 2-3 Stunden wissen wir mehr. Ich werde es mir auch reinziehen. Unbedingt. Ich werde natürlich auch berichten, wie sie mir geschmeckt hat und bedanke mich bei dir für das Gespräch. Noch einen weiteren guten Verlauf und dann schauen wir, wie der nächste Habanos Day dann 2020 ausschaut. Ja, und vor allem, wo er sein wird. Wer Ideen hat für tolle Locations, immer hoch willkommen. Es ist nicht mehr so einfach heutzutage. Also ein Aufruf. Nächster Habanos Day. Wer eine tolle Idee hat, einfach an Christoph Buschka schicken. Ja, beim Habanos Day viele Seminare, viele Workshops. Aber einer scheint richtig rauszuknallen. Ich habe hier mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, den Deipel musst du gehört haben. Also da kommt richtig Inspiration rüber, da kommt Genuss rüber, da kommt Hintergrund rüber, die Rhetorik bestimmt. Jetzt höre ich auf. Ich freue mich, dich hier vor der Kamera zu haben. Und was bedeutet für dich dieser Habanos Day, Jürgen? Was passiert da? Habanos Day ist einfach fantastisch, weil es ist ein Treffen von Genießern. Es sind Menschen, die Lebensfreude haben, es sind Menschen, die Genuss zelebrieren. Und diese Menschen zusammen hier in den Seminaren erleben zu dürfen, mit diesen Menschen Genuss zu zelebrieren. Was kann man Schöneres haben? Das bist du ja von Anfang an, glaube ich, dabei, ne? Ja, ich bin seit Mannheim dabei. Seit Mannheim, ja. Jetzt sind ja viele bekannte Gesichter. Ich gucke ja auch immer rum, sehe viele bekannte Gesichter. Ja. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu und es kommen auch junge Leute dazu. Ja, das fasziniert mich eben auch. Also das heißt, Genuss wird weitergegeben. Und auch gerade in den ganzen Clubs merke ich das immer wieder, dass man dann sagt, pass auf, da musst du hingehen. Da wird Genuss zelebriert. Da kannst du was lernen, da kannst du für dich was mitnehmen. Und diese Menschen, die sind dann zum zweiten, dritten Mal hier, bringen neue Leute mit. Dann irgendwann trifft man die wieder zweimal später und haben schon wieder neue Leute mitgebracht. Also so entsteht wirklich dann auch die Gemeinschaft und das ist natürlich immer wieder fantastisch. Du bist ein Multiplikator. Ich versuch's. Was passiert so dazwischen? Habanos Day, du machst ja auch viele andere Veranstaltungen. Nicht nur mit der Zigarre, sondern generell für die Spirituose. Ja. Ist da in den letzten Jahren was Besonderes, was Neues gewachsen?
Nur in der Spirituose hat sich sehr viel verändert. Der ganze Markt ist neu. Wir haben viel, viel mehr Menschen, die jetzt auf Genuss tatsächlich auch sich fokussieren, die sich die Zeit nehmen, neue Dinge zu probieren. Es wird nicht mehr im großen Stil und viel getrunken, sondern es wird heute bewusster getrunken. Also zumindest bei den Genießern. Die machen das immer noch. Und die wiederum auch neue Menschen mit dazu bringen, die begeistern für das, was eben die Spirituose in diesem Fall ausmacht. Und das mache ich natürlich zwischen den ganzen Habanos Days auch immer wieder. Also solche Genuss-Events. Grundsätzlich aber ist auch sehr viel der Arbeit Entwicklung für Spirituosenfirmen, neue Produkte entwickeln, neue Produkte an den Markt zu bringen. Denn ich muss ja auch immer wieder eine Inspiration haben, die ich hierher mitbringe, damit ich den Genießern des Habanos Days auch immer wieder was Neues zeigen kann, was sie vielleicht so vorher noch gar nicht gesehen haben und was sie jetzt erst kennenlernen. Ich bin überzeugt, du wirst auch wieder was Neues beim nächsten Mal mitbringen. Aber erst mal eine Frage. Gin war in oder ist Gin noch in? Also Gin ist natürlich in den Großstädten nicht mehr in. Da ist es also mittlerweile am Abklingen, aber er ist in den ländlichen Regionen immer noch in. Er beginnt dort teilweise sogar erst. Und die Vielfalt des Gins, das war ja das, was ich vorher gesagt habe, wir werden mehr Gins haben, aber es wird sich auch wieder eine Nivellierung einstellen. Das heißt, es werden wieder ein paar Marken vom Markt auch verschwinden, die dort auch keine wirkliche Berechtigung haben, muss man mal fairerweise auch dazu sagen. Und ich denke mal, dass dann danach dieser Gin-Hype viele andere Spirituosen wieder erlaubt hat. Ich denke nur mal an Aquavit jetzt zum Beispiel, wo wir merken, dass Menschen jetzt auf Botanicals, auf Aromen wieder fokussiert sind, sich damit auseinandersetzen wollen. Und ja, es wird immer wieder was Neues geben. Wir wollen mal gucken. Ich arbeite gerade viel im asiatischen Markt und da passiert auch gerade eine ganze Menge. Dann haben wir die klassischen Spirituosen wieder. Cognac kommt wieder, auch wieder toll zu sehen. Freue ich mich natürlich auch selber persönlich sehr drüber. Und Whisky wird immer da bleiben. Also es gibt tatsächlich sehr viel Raum für Genuss. Und der Gin, er wird weniger werden, aber er wird immer noch einen Stellenwert behalten. Das bin ich sicher. Also vielen Dank für die Infos. Wir werden wissen, wo wir nachfragen, wenn wir zur Spirituosen was wissen wollen. Vielen Dank, Jürgen. Immer gerne. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Und weiterhin viel Genuss. Genießen Sie das Leben, genießen wir die Zigarre, genießen wir unsere Spirituosen. Dankeschön. Kokosnuss TV auf dem Habanos Day. Wichtigster Gesprächspartner natürlich Heinrich Villiger. Herr Villiger, das ist der 6. Habanos Day. Wir haben alle 6 Habanos Days betreut. Wir waren immer dabei und ich durfte Sie immer dazu interviewen. Das fing alles ein bisschen holprig an, aber dann hat ja die Fifth Avenue das in die eigene Hände übernommen. Aber haben Sie jemals geglaubt, dass es so eine Langzeitveranstaltung wird? Nein, also wir machen es ja alle 2 Jahre. Wir machen es in Deutschland und wir machen es auch in der Schweiz. Aber so viele Teilnehmer wie heute habe ich noch nie gesehen. Es kommen eigentlich jedes Jahr mehr dazu und überwiegend sind es Konsumenten, Aficionados. Ich habe gedacht, es würden mehr Händler kommen, aber es sind eigentlich weniger Geschäftsfreunde als Raucher, die Konsumenten, die uns natürlich erstrangig interessieren. Denn wenn wir Raucher haben, dann läuft das Geschäft auch beim Handel. Wir sind ja als Raucher verdrängt worden. Wir mussten uns einfach neu orientieren, mussten uns zusammenfinden. Und dieses Treffen von Gleichgesinnten ist eigentlich ein Ergebnis der Rauchverbote. Ja, das kommt eigentlich auch davon, weil man kann ja kaum irgendwo noch rauchen. Gastronomie ist schwierig. Nicht mal auf der Straße, auf der Bahn, fast überall wird man komisch angeguckt. Und hier hat man die Möglichkeit, sich auch auszuleben. Es gibt ja kaum noch Gelegenheiten, wo man ungestört unter sich an der Liebhaberei führen kann. Wie im Sport gibt das ja auch, warum nicht beim Genuss? Und die Weintrinker machen es ja auch, die kommen ja auch zusammen, ein gutes Glas Wein zu trinken. Man trifft sich unter Freunden. Sie haben vor kurzem einen Artikel geschrieben, eine Kolumne über die Clubs. Das Clubleben ist wirklich heute eine ganz wichtige Aktivität geworden. Ja, es ist, glaube ich, auch, die Leute haben an sich, der Mensch hat eigentlich heute auch mehr Zeit als früher. Die Arbeitszeit wird immer kürzer
Und es ist auch ein Bedürfnis, auch mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Und gerade wenn man natürlich unter Druck ist, dann schließt man sich noch mehr zusammen. Und wir werden ja von allen Seiten ja angegriffen. Die Raucher, es ist ja nicht nur das Rauchen, das angegriffen wird, auch die Raucher werden zum Teil dämonisiert. Das ist natürlich erfreulich, dass so viele Aficionados zusammenkommen, um eine gute Zigarre zu rauchen. Das hätte ich mir vor, ich bin ja jetzt 60 Jahre in der Branche, das hätte ich mir vor 40, 50 Jahren nicht so vorgestellt. Ich wollte gerade sagen, 130 Jahre Villiger, als Villiger entstanden ist, hat man sich darüber keine Gedanken machen müssen. Es gab schon immer schwere Zeiten, es gab immer Hochzeiten, es gab immer Tiefzeiten. Villiger hat sie alle überstanden, hat überlebt. Aber interessant, dass es immer diese Höhen und Tiefen gab. Ja, es ist natürlich auch das Produkt nicht. Also wir sind da groß geworden mit der Masse. Ursprünglich haben wir nur Stumpen fabriziert. Und wir haben in diesen 130 Jahren, also vor allem in den letzten 10, 20 Jahren, diesen Schritt vom Konsumartikel zur hochpreisigen Zigarre gemacht. Zum richtigen, ich möchte damit nicht sagen, dass der Stumpen nicht auch ein Genuss ist. Ein Stumpen ist auch was Gutes. Ein Stumpen ist was sehr Gutes. Ich so, ja, danke. Also wenn wir machen ja unsere Stumpen mit den gleichen Tabaken, wie die hochpreisigen Zigarren auch gemacht werden. Aber er hat diesen Luxusstatus nicht erreicht, wie heute die hochpreisigen Zigarren. Und vor allem die Kubaner haben natürlich sehr viel gemacht für die Zigarren. Und die Havanna ist natürlich auch die beste Zigarre. Auch von der Mischung her. Es ist ein Puro, es ist 100% Havanna. Es ist bei den Havannas, denn er keine andere Tabak beigemischt. Als mein Geldbeutel noch ganz klein war, und ich war auch in der Schweiz, habe ich Würmern-Stumpen. Nein, nicht Würmern. Die Würmer, die heißen Würmern und die heißen, das ist ja ganz interessant, genau, die genau. Heißen Würmern Havanna Föhn. Genau. Die habe ich gerne geraucht. Ja, das war eine preiswerter Stumpen. Ja. Das war was Gutes. Und der wurde auch von Hand gerollt und das Deckblatt wurde auch nur am Mundende geklebt, wie bei einer Havanna auch, wie einer teuren Zigarre. Und deshalb heißt diese Stumpen Havanna Föh. Föh heißt ja Feuer. Ja. Und da, wo auf der Packung Föh steht, da muss man hier anbrennen. Das Unternehmen haben Sie übernommen, ne? Haben wir übernommen seinerzeit. Und die Marke hält sich gut. Ja. Wir machen wenig für die Marke, aber die ist konstant im Handel, die hat ihre Liebhaber und sie ist auch ein feiner Stumpen. Schön. Also, vom Stumpen nochmal zu der Premium-Zigarre. Ja, ich hier in einer Veranstaltung, einer Habanus-Veranstaltung, keine Werbung für Stumpen machen. Wir machen keine Werbung, wir berichten nur. Ja. Nein, ich finde das schon interessant, dass sich hier immer wieder Menschen zusammenfinden, auch neue Leute. Also es sind viele Gesichter, die man die letzten Jahre auch gesehen hat, aber es sind auch wirklich neue Gesichter dabei. Und sehr viele junge Leute. Also die Zigarre hat das Opa-Image ja völlig abgelegt. Das gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Es sind vor allem auch, ich würde sagen, hier, die Herren, die hier sind, haben die Hälfte von meinem Jahrgang, die Hälfte meiner Jahre, die ich schon dabei bin. Die haben weniger Zigarren geraucht. Wissen Sie, ich sammle ja alle Ringe. Sie kennen, es gibt da in Bremen einen Herrn, der sammelt ja Ringe. Und das haben wir ja nur Ringe von gerauchten Zigarren. Und dem schicke ich meine Ringe zu. Da kommt einmal im Vierteljahr eine sehr große Schachtel von Ringen von Zigarren, die ich selbst geraucht habe. Schicke ich ihm regelmäßig zu für seine Kunstwerke. Das ist doch schön, dass die Kunst des Rauchens so viel Freude bereitet. Ja, ja. Mir bereitet das immer Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ja, danke. Und so kann ich auch wieder Danke sagen für dieses kurze Gespräch. Ich wünsche noch einen wunderschönen Abend hier mit Ihren Freunden. Danke. Denn ich kann nur sagen, das sind Freunde, die Zigarre begleiten. Und vielen Dank. Die auch treu bleiben. Und treu bleiben. Danke, Herr. Wie wir. Mich sehr gefreut. Danke. Liebe Zuschauer, das war der Habanus-See 2018 in Kassel. Interessante Gespräche, interessante Informationen, interessante News. Natürlich auf smokersnews.tv und in der kommenden Woche auch auf Wirtswoche bzw. in unserem Newsletter smokersplanet.de.